Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Jump League. Und ja, ich habe mich gerade so ein paar Runden eingespielt und kläglich versagt. Das ging gar nicht klar. Aber ich bin momentan sehr viel privat am Üben. Und schauen wir einfach mal, wie es denn jetzt funktionieren wird, nachdem es kurz geleckt hat. Danke Minecraft, danke. Vielen lieben Dank. Weißt du, ich habe einfach den PC, der einfach jedes Spiel zerberstet, ne? Aber wenn es zum Beispiel in Minecraft, das Spiel, was eigentlich überhaupt nichts fressen sollte, einfach bei so einer Brosch-Map losgeht, dann fängt es natürlich an zu lecken. Das ist immer das Richtige, Leute. Das ist immer das Richtige. Java ist einfach die unstabilste Programmierung. Ich will jetzt nicht haten, Leute. So. Was ich mal sagen wollte, ist, das ist, was mir aufgefallen ist bei Jump League. Ich spiele momentan, wie gesagt, sehr viel privat, weil ich am Üben bin. Dass ich das teilweise ein bisschen, ich will nicht unfair sagen, sondern irgendwie, ich finde blöd, dass Jump League ein wenig, ich will betonen, ein wenig glückbasierend ist. Weil es immer häufiger dazu kommt, dass ich zwar Erster bin, aber dass ich einfach Brosch-Items bekomme, die einfach nichts bringen im Kampf. Dann kann ich draufhauen und die Todes-Kombo verteilen, wie ich will. Da schaffe ich es einfach nicht. Hatte ich zum Beispiel letztens eine Runde, da hatte ich, da war ich Erster und der letzte Gegner war irgendwie 200 quasi Punkte entfernt. Und dann kam es zum Deathmatch und ich hatte einfach nur noch einen Lederhahn. Ich weiß, das Anfangs-Equip hatte ich einfach noch, weil ich einfach nichts bekommen habe. Das war sowas von lächerlich. Und ich habe mich so verarscht gefühlt. Da dachte ich, yo, was soll das? Und jetzt kommt, also ich hate gerade hier voll den Modus. Dann kommen Abstauber. Es gibt einfach keine Abstauberregel. Es muss eigentlich so eine Abstauberregel sein, dass wenn man jemanden killt, dass man dann irgendwie so Resistance oder Regeneration 5000 bekommt, meinetwegen Hunger voll, Herzen voll, was verhindert, dass man so extrem abgestaubt wird. Ich hatte auch noch gerade in meiner Trainingsrunde, ich mache so 3 Trainingsrunden immer vorher, damit ich mich einspielen kann, weil dann kriegt man nochmal so ein Gefühl für die ganzen Sprünge. So jetzt zum Beispiel der Sprung habe ich vorher total versagt und wenn man dann eben das Gefühl dafür bekommt, dann funktionieren die Sprünge eigentlich auch relativ gut. So. Und, ja, das ist dann halt immer blöd, wenn man dann immer so richtig mies abgestaubt wird. Wie so ein Staubsauger. Der staubt auch ab. Ah. So. Danke Minecraft-Püppchen fürs Nicht-Rennen, beziehungsweise danke an meinen kleinen Finger, der einfach nicht auf die Steuerungstaste gedrückt hat. Danke an meine Tastatur fürs Nicht-Reagieren. So, einmal. Oder dass man an der Wand nicht laufen kann. Mann, was falle ich hier runter? Zum Glück zählt das natürlich nicht als Jump-Fail in meiner Statistik. Das finde ich natürlich ziemlich nice, weil meine Jump-League-Statistik schon richtig geil ist. Nein, ist sie nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jump-Fails und so ich habe. Auf jeden Fall ist das schon nicht gerade hier die beste Statistik, glaube ich. Ich glaube, bei PvP geht es gerade noch so. Aber es kommt halt drauf an, immer beim PvP, was man vorher so für Equip bekommen hat beim Jump'n'Run. Und das ist halt immer nicht gerade sehr gut verteilt, sage ich jetzt einfach mal. So, da müsste man eigentlich so ein Programm, quasi habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht, ich habe Alzheimer. So ein Programm, was berechnet, was habe ich hier gutes Zeug im Inventar, was war schon in den Kisten, dass ich eben mal wenigstens eine Brustplatte besser bekomme und nicht hier so 3000 Schuhe für eine gesamte Fußballmannschaft. Das geht ja nicht, Leute, das geht ja einfach nicht. So, aber das auf jeden Fall schon mal. Habe ich jetzt geöffnet? Ja, habe ich. Dann will ich den Sprung auf jeden Fall schaffen, habe ich auch geschafft, das freut mich sehr. Und dann erklimmen wir mal weiter den Türm. Den Eiffel der Türm. So, da waren kurz Schattenbugs. Hat mich aber natürlich nicht davon beeinflussen lassen. Ich lasse mich durch nichts und niemanden beeinflussen. Danke, Lucky Block, für Nothing Happened. Ich hasse das eigentlich, wenn irgendwas
passiert, weil, wenn ich zum Beispiel Speed bekomme, dann verschätzt man sich in der Geschwindigkeit. Bei Jump, bei Sprungkraft will man die Jumps easy nehmen und das hört ja direkt nach 5 Sekunden oder 3 Sekunden wieder auf. Und das bringt einen ja fast gar nichts. Und dann denke ich mir so, yo, hat sich auch gelohnt. Ich fahre jetzt sowieso runter, weil das während des Sprungs ausgegangen ist. Mann! So, ich nehme jetzt einfach die rechten Sprünge. So. Mann, wenn ich wenigstens die mal hinbekommen würde. Mann, ich bin einfach der Jump'n'Run Profi over 9000. Oh mein Gott. Und das letzte Mut. Alter, sag bloß nicht, das wird jetzt der Mega-Run. Sag bloß nicht, das wird der Mega-Run. Das wäre ja sowas von krass. Vierte Runde für mich. Ich habe so 3 Runden vorher gespielt. Und wie gesagt, da habe ich kläglich versagt. Die habe ich zum Glück nicht aufgenommen. Hätte ich dann direkt gelöscht. Nee, ich nehm ja immer quasi die Aufnahme, die ich gerade mache. Weil ich will niemals, sowas will ich niemals machen. Da hätte ich auch keine Lust zu. Quasi ein Video 3000 Mal aufnehmen, bis ich einmal eine gute Runde habe. Das ist ja sowas von Igitt. Nur um zu zeigen, dass ich der Babbo... Ja, habe ich sowieso schon mal drüber geredet. Nur um zu zeigen, dass ich einmal der Babbo bin, so wie es manche zeigen. Und dann bei PvP-Projekten, wo man quasi immer aufnehmen muss. Und wo dann gezeigt wird, yo, eigentlich bist du halt ein richtiger Lauch. Mach mir mal... Eigentlich kannst du gar nichts, ne? Deine Runden sind halt alle einfach nur immer gefaked. So, ich würde die zum Beispiel jetzt auch nehmen, wenn ich so richtig versagen würde. Dann würde ich mich einfach darüber lustig machen, wie ich einfach richtig versage. Nein! Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So. Mann, ich will das noch schaffen, Leute, wenn ich das schaffe. Direkt in der ersten Aufnahme. Ich bin gerade am Vorproduzieren. Direkt in der ersten Aufnahme sowas Geiles bringen, das wär's doch. Aber nein! Minecraft, lass mich einfach. So. Alles klar. Springen wir den, genau. Springen wir den, der war schlecht, aber ich habe ihn trotzdem noch bekommen. So, den haben wir auch noch bekommen, freundlicherweise. Den haben wir auch noch bekommen, das ist schön. Okay, sehr nice. Sehr nice. Und... wir haben es einfach. Wir haben es einfach geschafft, Leute. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft. So. Inventar sortieren. Wir sind jetzt hier wieder Sub-PvP am Start. Wisst ihr Bescheid? Wehe, jetzt kommt einer schon von hinten. Aber den kriegen wir. Den geben wir einfach die Todeskombo. So. Alter. Huh. Da haben wir es aber gerade noch hinbekommen. So, weiter geht es. Die Map mag ich sehr. Das ist eine CSGO-Map, meine ich. Spawns sind okay und ist relativ freies Gelände. Oh, den wollte ich nicht abstauben, habe ich jetzt aber trotzdem mal gemacht. Ich bin so ein Badass. Okay, da kommt ein richtig starker Gegner. Der ist gut equipped. Und er greift mich mit der Angel an. Das kann nur heißen, dass er gewinnt, Leute. Wir haben uns gleich getroffen. Oh. Hallo? Okay, dann kämpfst du gegen ihn. Obwohl, ich würde gerne mit euch kämpfen. Leute, muss ich diesen Streit hier schlichten? So, dankeschön. Nehme ich mal das. Hallo. Guten Tag. Yo, Leute, jetzt haut ihr bestimmt alle auf mich drauf, oder was? Mann. Nein. Hä? War klar, Leute, war klar. Ich würde gerne... Wo sind denn hier noch Gegner? Dieser Yannick hat noch 2 Leben. Die würde ich dem gerne ausmisten. Oh, er hat nur noch 1 Leben. Das ist schon ein anderer für mich gemacht. Finde ich sehr nett auf jeden Fall. So, jetzt gibt's hier... Was hat der für eine... Der hat keine Waffe? Was ist denn los mit dem? Da gibt's nichts wirklich Besseres, was ich gebrauchen kann. So. Nee, du kommst mich nicht abstauben. Du kannst mich nicht abstauben, Junge. Nee, das sehe ich nicht ein, Boy. Das sehe ich einfach nicht ein. Er will mich abstauben. Der Boy will mich abstauben und kassiert gerade die Alter, das wäre peinlich gewesen für dich. Das wäre richtig peinlich gewesen. Tune bringen, glaube ich, eh nichts. So, dann springe ich hier lieber mal durchs Fenster und gebe den einfach gleich die Todeskombo. So, Yannick. Put. Da kennt er in der Ecke. Oh, er will mir die Todeskombo geben.
Da haben wir es aber noch geschafft. GG auf jeden Fall. Da habe ich jetzt nochmal gedacht, wann Hacker, ich bin Ficker. Was? Hä, warum anderer Name? Was ist da los, Leute? Lol, was für Ficker, was? Ich bin einfach, er ist der Ficker, Leute, wisst ihr Bescheid? Gut, würde ich sagen, auf geht's zur nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde. Was wollte ich gesagt haben? Ich wollte irgendwas gesagt haben, Leute. Stimmt. Ist euch mal aufgefallen, dass die erste Runde meistens immer gewonnen wird, aber die zweite verloren wird? Das ist irgendwie so ein Algorithmus, habe ich das Gefühl langsam, weil das ist überhaupt nicht von mir irgendwie ausgewählt. Aber irgendwie ist es, glaube ich, so, dass ich in der ersten Runde übelst den Druck habe. Keiner Druck. Und die Runde dann auf jeden Fall schaffen möchte und sie dann auch schaffe. Aber dann in der zweiten Runde, dann denke ich so, yo, chillig, du hast schon die erste Runde gewonnen. Brauchst du dich noch so anstrengen? Aber dann werde ich halt so richtig quasi minimalistisch und denke so, yo, was willst du jetzt noch hier? Komm, du hast eine geile Runde. Du brauchst dich gar nicht mehr anstrengen. Und ich glaube, deswegen verliere ich immer. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal zwei Runden hintereinander zu gewinnen. Das wäre die Zerstörung, Leute. Na, mal gucken, was sich noch so alles ergibt. So, ich bin dieser Copley. Und für alle, die sich fragen, nein, ich habe meinen Namen nicht geändert. Das kam auch letztes Mal. Das ist Nickname, damit mich Leute nicht targeten, weil es schon Leute gibt, die mich jetzt immer mehr erkennen. Und ich möchte nicht, dass man mich irgendwie targetet oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich das quasi an, wenn ich so spiele. Aber ihr könnt auch gerne, hatte jetzt gerade eben einer, wollte einen Screenshot. Ich bin in der Lobby umgenickt. Oder am Ende der Runde eigentlich immer auch. Dann könnt ihr auch gerne einen Screenshot machen. Das ist mir völlig gleich, wenn ihr unbedingt einen haben wollt. So. Den Part haben wir auch easy hinbekommen, den ich eigentlich sonst immer gehasst habe. Ja, da hat mir schon Minecraft gesagt, hier spring nach rechts, du möchtest unbedingt auf den Lucky Block. Was habe ich? Sprungkraft, okay. Das präferiere ich sehr, weil dann habe ich das nämlich jetzt auch easy geschafft. Das ist natürlich sehr nett. So, ich muss mal kurz gucken. Wir sind Erster. Das ist schon mal ein Anfang. So, und weiter geht es. So, hier muss man wissen, hier geht es nämlich runter zur Endertruhe. So. Und ich glaube, das bringt einem nichts, wenn man dann da lang springt. Man muss nämlich hier irgendwie oben lang. Das habe ich noch, glaube ich, gut in Erinnerung. Man muss nämlich auf den Savannenbaum drauf. Und das, da kommt man nämlich nur von da aus, oder? Kann man da auch hochklettern? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt auf jeden Fall einfach mal so. Da unten ist eine Leiter. Die schnappe ich mir mal eben. Oder auch nicht. So. Und dann geht es hier wieder hoch. Ich glaube, das ist einfach nur, falls man schon die Kiste hat, dass man einfach hier oben schneller drüber kommt, falls man runtergefallen ist. Obwohl, ist das schneller? Ja, es ist, glaube ich, schneller. So. Anderer Weg dauert ein bisschen länger, es sei denn, man nimmt die Kiste mit. So. Ja, den schafft man auch eigentlich relativ so easy. Und dann von hier aus einfach hier rüber springen. So, ich glaube, den Part hatte ich noch nicht. Der Part ist neu. Da kennt man aber relativ leicht, wo man lang muss. Einfach hier so, so, so. Und noch keine Kiste gesehen. Ich hatte eine Runde, da habe ich einfach die Kiste nicht gefunden bei einer Stage. Das hat mich so verwirrt, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weißt du, ihr denkt euch so, ey, yo, geil. Ich habe hier gerade so ein weiteres Element. Und dann stellst du fest, yo, du hast einfach mal keine Kiste gehabt. Wo ist die Kiste? Und ich habe sie einfach nicht mehr gefunden. Das war auch schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Da habe ich schon ein bisschen gekichert. So, Diamonds und so. Und das ist das, wovon ich rede. Ich bin jetzt übelst weit schon, ne? Guckt euch das an. Und ich habe einfach keine Hose. Und kein anderes gutes Zeug. Ich habe nur keine Hose und kein Harnisch. Und dann denke ich mir so, yo, wahrscheinlich will das Spiel mich doch verarschen. So.
Und das sind jetzt richtig fiese Sprünge, aber die kann man schaffen. So, hier zaubert sich und so. Was will ich damit, ganz ehrlich? Was will ich damit? So. Und... Ah, ich hasse Eis. Eis ist fies. Eis ist sehr, sehr fies. Und hier muss man richtig lange wieder hochspringen. Auch wenn es relativ schnell geht. Aber ist schon nervig, jedes Mal wieder hochspringen zu müssen. Die Leute, die Spieler, also die Bauer von dieser Map wissen, wie man Leute zum Ragen bringt. So. Mann! Mann. Und wir haben einen PvPer hier drin. Hier den Da-Mein-Franz-PvP. Mann! Der wird uns auf jeden Fall zerbersten, habe ich das Gefühl. So. Und wir haben einen Milchbubi. Obwohl ich mag auch Milch. Bin ich auch dann ein Milchbubi? Was zeichnet ein Milchbubi aus? Weil Milch ist ja eigentlich total lecker, wie ich finde. Ne? Mit schön lecker Kakao und Sahne, aber auch gerne mal so einfach. Ein Glas Milch trinken. Das schmeckt schon mal ziemlich gut. Penny ist ein Milchbubi, was? So. Hoch geht's. Und hier hoch und hier hoch. Dankeschön. So. Dann einmal hier rum. So, den Sprung mache ich jetzt richtig konzentriert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mann, da hätte ich ein bisschen später springen müssen. So. Aber dieser Killer-Typ, der kommt auch ziemlich nah, ne? Er ist auch schon so ein PvP-Babo bestimmt. Der killt sie alle. So. Einmal. Und so. So, so, so. Und dann versuche ich den jetzt mal richtig schön von der Seite zu nehmen. Aber nein, es will einfach nicht. So. Ich versuche es aber trotzdem nochmal mit dem Seitensprung. Weil, wie gesagt, ich probiere auch gerne ein Springen so ein bisschen aus. Mache ich eigentlich häufiger, wenn ich privat spiele. Mist. Aber ich kann es ja auch mal in der Aufnahme machen. Warum nicht, wenn es dann klappt? Noch 1,5 Minuten und ich habe einfach nur Brosch-Items. Es ist unglaublich. Das ist einfach richtig unfair. Es ist richtig, richtig unfair. Ob das Spiel jetzt einfach will, dass ich nicht gewinne? Das sagt sich so, hey, Moment mal. Ne. Der hat jetzt eine Runde gewonnen, hat aufgenommen. Wir wissen einfach, dass du aufgenommen hast. Jetzt darfst du hier erstmal keine guten Items bekommen. Das ist irgendwie gegen den Algorithmus, ne? So. Ich meine, wie viele Rüstungspunkte habe ich jetzt mehr? Maximal 2, würde ich so schätzen. Maximal, sage ich euch. So. So, dann mache ich jetzt auf jeden Fall so. Genau, so nimmt man den. Und so nimmt man den eben nicht. So, noch 43 Sekunden, das heißt, ich habe nur noch einen Versuch. So, dann nehmen wir den, 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 den. Und den, den. Springen einmal so, nehmen den nicht und schaffen. Ja, es könnte knapp werden. Auf jeden Fall schaffen wir es nicht bis zur nächsten Kiste, aber ich will auf jeden Fall noch eventuell das Modul schaffen, damit ich die Points davon bekomme. Okay, können wir vergessen. Gut, was haben wir so an Super Equip bekommen? Unglaublich, wir haben nicht mal. Wir haben einen halben Rüstungspunkt mehr, Leute. Das kann nur gut enden. Das kann einfach nur gut enden. Mann. So. Ich schieb das ganze Zeugs mal hier in die Leiste. So, guck dir das an. Der Typ hat einfach richtig besseres Equip als ich. Und ich springe einfach mal ins Wasser. Ich muss mich erstmal abkühlen, weil ich so am Ragen bin hier. Boah, ich mache jetzt den Abstauber, Leute. Ich höre einen Kampf. Das schreit nach Abstauber. Abstauber. Ich bin ein fieser Abstauber, Leute. Guckt euch das an. Ich bin einfach der zerberstende Abstauber. Oh, der will's wissen. Der geht Stärke gegen Stärke. Das ist nicht gut. Für mich natürlich. Alter, der hat aber Speed drauf, Leute. Der hat Speed drauf. So, jetzt will er was essen. Oh mein Gott, als ob ich den jetzt noch hole. Ah, das wäre zu geil gewesen, wenn es ihn jetzt gekillt hätte. Das wäre echt zu geil gewesen. Aber naja, kann man nichts ändern, ne? Ich könnte natürlich warten, bis der letzte Typ lebt. Aber ich bezweifle einfach mal. Oh Mann, Dude. Komm doch mal her. Wartet der da hier? Oder? Nee, der wartet da eben nicht.
Hätte ich jetzt erwartet, dass der hinter der Ecke irgendwie wartet. Ich muss den letzten Typen irgendwie richtig mies ausschalten. Habe ich einen Flint? Nein, habe ich nicht. So. Okay, einmal. LOL? Warum? Ich frag gar nicht erst nach. So, Milchbubi, wo ist der? Hier ist auf jeden Fall dieser Killer. Guck mal, ja. Mann. Nein, lass mich in Ruhe. Bitte. Danke. Nein. Lass mich in Ruhe. LOL. Wie bitte? Wie? Was ist da los? Da mein Franz PvP, der zieht uns eher alle ab, Leute. Der hat PvP im Namen. So. Das ist der Tron HD. Da mein Franz PvP, ist es der echte? Nope. 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 Halbes Herz, Leute. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Nicht springen. Okay. Okay, so willst du es also. Okay, alles klar, machen wir das mal eben so. Als ob ich den... Oh mein Gott, der blieb sogar hängen. Er blieb sogar hängen. Und er spawnt einfach in mir. Auch ein bisschen krass, Leute, hier. Okay, es leben noch einige Leute. Ich muss einfach hier irgendwo abstauben. Ja, geh mal hier ein bisschen kämpfen, Dude. Ich will hier nichts machen. Nein. 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 Mann. Es ist einfach das Schicksal. Es ist mein Schicksal, bei Jump League nicht zu gewinnen. Es ist einfach das Schicksal, in der zweiten Runde nicht zu gewinnen. So. Gib ihm die Todeskombo. Nein, natürlich nicht. Mann. Aber ich glaube, dieser Killer, der reißt das noch. Der reißt das noch, Leute. Der reißt das. Das will ich mir jetzt noch angucken, Leute. Das interessiert mich auch häufig. Wer das ganze Ding eigentlich noch reißt. Ich hoffe einfach nicht, dieser da Franz PvP. Ich hasse Leute mit PvP im Namen. Und PvP. Das ist einfach AIDS. Mehr ist das nicht. So. Ja, gucken wir mal so ein bisschen. Guten Tag. Passiert noch mal was heute? Jetzt muss ich ja direkt die Aufnahme beenden. Das ist ja doch nicht so schick. Leute. Wenn ihr mit mir in der Lobby seid, kämpft. Kämpft für meine Unterhaltung. Hä, hat der gar nichts gemacht? Was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dem, Leute? Was ist mit dem los? Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Die Leute rennen einfach nur noch weg. Da können wir jetzt einfach nur noch warten, bis es zu Ende ist. Der Milchbubi. Da ist der Milchbubi. Der 22. Und er ist einfach instant down. Gut, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass der gewinnen wird. Deswegen, was ist mit dieser... Oh? Oh? Oh, der Franz... Da mein Franz PvP. Oh? Da. Soweit will ich mir nicht geben. Will ihr soweit anfangen? So rumgeschlachtet. Gut. Dann war es das auch mit dieser Episode. Ich lasse jetzt erstmal den Knaller zünden. So. Dann war es auch mit dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und sage tschö. Bis dann. Und man sieht sich.